Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Otte. Ich bin Fotodesigner aus Berlin und das ist Silver Ace Digital Art. Nachdem ich letztens mein Bild bei Facebook veröffentlicht habe, hat es eine Masse an Likes gehagelt, an Kommentaren gehagelt und erstmal recht herzlichen Dank für das ganze Interesse. Und wie versprochen in dem Post, muss ich jetzt auch abliefern, kommt jetzt das Video zur Bildbearbeitung, wie ich an diesem Bild herangegangen bin. Also was habe ich gemacht, die Frequenztrennung, wie funktioniert der Effekt und so weiter und so fort. Wir werden das alles jetzt gleich mal durchgehen für Leute, die ganz gerne noch ein bisschen was mehr wissen wollen. Zum fotografischen Teil muss ich sagen, ich habe das Model fotografiert mit einer 5D Mark II, mit einem 24-105mm. Wir nahmen zwei Striplights und eine Octabox als Frontlicht. Hintergrund war ein dunkelgrauer Hintergrund, so ein zusammenklappbarer. Eigentlich nichts Besonderes. Soweit zum fotografischen. Und ich würde jetzt sagen, let's go to the Photoshop. Bevor ich euch erkläre, wie ich diesen Effekt gemacht habe, würde ich sagen, fangen wir einfach mal bei 1 an. Und zwar zeige ich euch, wie das Original aus der Kamera kam. Und zwar so. Im ersten Schritt fange ich immer an mit einer RAW-Konvertierung, weil ich möchte die Lichter abdunkeln und die Schatten aufhellen. Einfach um auch diese ganzen Details hier zum Beispiel wie im Kleid wiederherzustellen. Ich mache die mal kurz an, wie ihr seht, vorher, nachher. Es wirkt ein wenig flower, aber es hat auch einen leichten malerischen Effekt und den finde ich richtig klasse. Im nächsten Schritt fange ich mit der Retuschierung an. Bei der Retuschierung fange ich eigentlich immer mit einem Verflüssigen an, um kleine Unebenheiten auszubessern. Also ich wollte diese kleine Delle hier am Bauch zum Beispiel richtig rund haben. Der Arm fand ich, ja, der könnte ein wenig schmaler sein. Ich wollte das Gesicht ein wenig schmälern, die Haare ein bisschen voluminöser machen. Und deswegen fange ich immer erstmal mit dem Verflüssigen an. Ihr seht es hier, so sieht es nachher aus. Also vorher, nachher. Und dann kommt die richtige Retuschierung, natürlich alle Makel entfernen, die Haut ein wenig glätten. Ich habe dann noch gesagt, hier dieser Arm, der kam mir sehr dunkel vor im Gegensatz zum Gesicht. Deswegen wollte ich ihn noch ein bisschen aufhellen. Und dafür nehme ich mal ganz gern die Frequenztrennung. Ich mache die mal hier auch an. Nochmal vorher, nachher. Ihr seht, ist schon eine Menge passiert da drinnen. In dieser Frequenztrennung packe ich immer zwischen der Kontrast- und der Farbebene einen Ordner mit Details, Farbanpassung und Hautglättung. Also Hautglättung ist klar. Die ganzen Pickel und so habe ich schon alles auf der Kontrastebene und auf der Farbebene retuschiert. Dann habe ich die Haut geglättet. Dann habe ich eine Farbanpassung gemacht. Das heißt, ich nehme mir ein paar Einstellungsebenen, um die Farben noch ein wenig knalliger hervorzuheben. Am besten sieht man das, glaube ich, bei den Augen. Und zwar, ich mache die mal kurz den Ordner mal aus. Also so sah es vorher aus und so sieht es jetzt aus. Also ich habe es, die Farben wirklich knalliger nochmal nach vorne geholt, auch die Haare, das Kleid wieder richtig weiß gemacht. Dann packe ich einen Ordner mit Details rein, in dem ist eigentlich nichts anderes als eine HDR-Tonung und den Color FX Pro. Und ich mag dieses Tool, aber ich möchte es nicht auf das komplette Bild, also ich will nicht, dass die ganzen Konturen damit überlagert werden, sondern dass es sich wirklich nur auf die Farben spezialisiert und somit einen noch mehr malerischen Effekt gibt. Vorher, nachher. Ich zoome mal richtig raus, damit ihr das mal seht. Also ihr seht schon, es kommen dann die ganzen Glanzstellen kommen noch mehr zur Geltung, auch bei dem Kleid. Und wenn ich dann so weit bin immer, dann stelle ich mir das Bild frei und lege es separat ab. So kann ich das in jedem x-beliebigen Bild später als Smart-Objekt einfach wieder einfügen und habe sie gleich freigestellt mit der ganzen Retusche, allem drum und dran gleich fertig. Somit ist der erste Schritt vorbei und wir fangen an mit dem Composen. Ich mache mal hier Nein. Zu Beginn fing ich an und habe sie mir erstmal in die Datei erstmal geladen. Habe sie dupliziert und
habe dann mich um diesen Effekt gekümmert. Wie der zustande kommt, zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, ich nehme mal kurz hier alles weg. Zip. Lass die mal kurz an. So. Ja. Hab sie mir also eingefügt und dupliziert. Ich mache den unteren Ordner mal aus. Bei der unteren Ebene geht es darum, dass ich den Verflüssigen-Filter benutzt habe. Und zwar verflüssigen. Na, es dauert ein kleines bisschen. Da sind wir. Und dann mit dem Wischfinger habe ich immer oben an der Kante angelegt und habe mir das Bild so krass erstmal ein bisschen verzerrt. Mach das mal ein bisschen schneller hier. Ist auch nur, damit ihr mal versteht, wie der Effekt zustande kommt. Hab dann auf OK gedrückt. Und somit haben wir zwei Ebenen. Einmal die ganze Ebene und einmal die kaputte Ebene. Die untere Ebene, die kaputte, die blende ich mir aus mit einer schwarzen Maske. So. Und auf die obere Ebene packe ich eine weiße Maske. Jetzt nehme ich mir ein Brush und zwar am besten etwas wie zersplittertes Glas oder Explosion, alles was so ein bisschen mehr Staubkörner oder sowas drinne hat einfach. Ich nehme mal kurz hier einfach mal nur zum Anschauen. Das ist ein Brush und zwar Explosionsbrushes heißt er. Und ihr seht schon, wie er ungefähr aussieht. Und wenn man jetzt auf der oberen Ebene mit schwarzer Farbe und einer Deckkraft von 100, ich muss mal kurz ein bisschen kleiner machen, ja, vielleicht ein bisschen, doch ein bisschen größer wieder. Und dann ein bisschen drehen, so. Ja. So. Und jetzt hier oben anfängt, dann seht ihr, blendet ihr euch damit sie ein wenig aus. Und damit gehe ich jetzt den ganzen Rand lang, sodass man wirklich von dem Rand her nichts mehr sieht. Überall da, wo der Effekt nachher anfangen soll. Ich mache es mal ein bisschen schnell. Eigentlich, also ihr müsstet dann wirklich den Brusher immer ein bisschen drehen, damit er immer wieder anders aussieht, weil sonst sieht man das zu schnell, dass ihr nur einen Brusher benutzt habt. Ich lasse das jetzt einfach mal jetzt so. Also, dass wirklich, na, hier unten noch, da noch, dass wirklich der komplette Rand da drin verschwindet. Jetzt nehmen wir uns die untere Ebene, nehmen uns einen anderen Brusher am besten, und zwar, was habe ich hier noch? Broken Glass, was habe ich da drüber noch? Explosion. Nein, ich gucke mal, ob ich noch was anderes habe. Ja, sowas da kommt schon besser. Das hat auch so ein bisschen was vom Glas. Macht es ein bisschen kleiner. Und jetzt fügen wir uns erstmal mit einem großen Brush am besten die Splitter ein. Ja, das ist nicht ganz so. Das da vielleicht. Ah, das kommt schon besser. So. Nehmen wir uns das also auf der unteren Ebene und das mit weißer Farbe 100% wieder. Und fügen den ersten ein. Drehen ihn wieder ein bisschen. Und vielleicht noch einmal. So. Und ihr merkt schon, langsam kommt es. Jetzt machen wir den Brush ein bisschen kleiner. Und gehen ein bisschen näher ran. Ah, immer noch nicht so ganz. Ich würde sagen, was nehmen wir da? 900. Gehen ein bisschen näher ran und machen das Ganze nochmal. So. So. Und so. Und man könnte jetzt noch ein paar Details noch einbauen, also immer kleiner werden, den Übergang besser machen,
gucken, dass das Gesicht auch immer schön noch zu erkennen ist. Ich gehe nochmal kurz auf die andere Ebene, wechsle nochmal kurz die Farben, mache ein bisschen kleiner, so. Ihr könnt auch mehrere Brushes verwenden dafür. Ach, nur mal ganz schnell so. Okay. Jedenfalls seht ihr jetzt, wie der Effekt so zustande kommt. Und sowas habe ich mir hier zusammengelegt. So, ich mache mal kurz die aus. Wie ihr seht, viele feine Arbeiten hier drin. Ich kann auch mal kurz den Hintergrund anmachen. Und ich blende mal hier die obere Ebene aus. Da seht ihr das. Da habe ich erst die großen Brushes benutzt und dann immer kleiner geworden. Und genauso ist es auch verkehrt herum. Erst grob und dann immer feiner, immer feiner. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich kann mal kurz hier die beiden Ebenen mal löschen. Die Ebene und die Ebene. Dann habe ich noch bei den Wimpern eine kleine Korrektur durchgeführt, weil es mich ein bisschen gestört hat. Mal kurz an. Ja, sieht man nicht ganz so, wenn man ein bisschen näher rangeht. Bestimmt. So, ich habe ein paar Wimpern mit zugefügt. Dann habe ich das Baby eingefügt. Habe es eigentlich nur mit einer Maske so leicht ausgeschnitten. Die Farbe ein bisschen angepasst. Der Hintergrund muss ich, glaube ich, auch nicht viel erzählen. Ist eine weiße Hintergrundebene. Eine Tonwertkorrektur für diese Vignette. Und für das Blau habe ich eine Farbtonsättigung genommen. Damit hätten wir schon mal soweit jetzt. Und in den letzten Schritten bei mir kümmere ich mich erstmal um Dodge and Burn. Dodge and Burn ist für mich echt wichtig, weil es macht diesen Effekt nochmal aus. Ich habe nochmal ein bisschen, glaube ich, auch noch die Haare nochmal ein bisschen hier, damit sie besser mit dem Hintergrund verschmelzen. Und damit es mehr poppiger rauskommt. Ich mache das mal an, wie ihr seht. Ja. Also vorher. Nachher. Ich habe es alles ein bisschen dreidimensionaler geformt und kann euch mal die Ebene zeigen. So sah das dann aus. Und im allerletzten Schritt immer, ups, welches Licht, kommt der finale Ordner. Im finalen Ordner sind viele Color Lockups drin und Farbsättigungen. Also ich habe da viel herum experimentiert mit den Farben und das ist wirklich eine reine Geschmackssache. Hier war nochmal die Überblendung, die ich nachher nochmal hineingemacht habe, also damit die Haare sich besser mit dem Hintergrund verschmelzen. Machen wir an. So sieht es dann nachher am Ende aus. Und das ist so mein persönlicher Geschmack einfach. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit immer und spiele hin und her. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von meinem Workflow. Vielleicht hat mich euch irgendwie inspiriert. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar oder Like, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es einfach unten alles rein. Kommt auf meine Facebook-Seite und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, euer Carsten. Ciao.